Nee, so anscheinend nicht. Oder mit dem Essensaufzug, der hier so wohl irgendwo sein soll. Ah ne, der war ja auch da oben, ne? Ja, der war auch da oben. Da rechts, da. Ah, das ist der Essensaufzug. Ja, sehr schön. Ui, ui. Damit wird das Essen transportiert. Es wird aber auch alles du alles kommentiert, ne? Klar. Wehe zu. Jo, wie schnell geht Endlich. es? Ich verhungere. Speichert. Liegt der andere Typ da immer noch? Ja. Klar. Knockout. Hardcore Knockout. Kann kaum meine Augen offen halten. Kann man bitte so schlafen? Du musst doch in der Welt theoretisch nach vorne überkippen. Er hat ein Gleichgewicht, oder? Ja. Kann ich auch mal was abnehmen? Müsstest du ja April jetzt treffen. Die Frage ist halt, ich bin halt echt gespannt, wie er das so hier raushauen will. Und gleich, hey April. Hey Zoe, was geht? Na, alles gut? Alles schick? April? Mensch. Vielen, vielen Dank, dass du mir hilfst. Schon gut. Komm, wir haben nicht viel Zeit. Verschwinden wir von hier, bevor jemand auftaucht. Okay, wo gehen wir hin? So weit habe ich noch gar nicht gedacht. Ich meine, wir können versuchen, uns nach draußen durchzuschlagen. Aber ich weiß nicht, wie gut du mit einem Stab bist. Nicht sehr. Wir müssen uns etwas anderes ausdenken. Was anderes ausdenken? Uff, da. Ja, bestimmt irgendwie so ein Nebeneingang, Hintereingang. Wahrscheinlich. Wie das? Sie haben eine Küche, aber kein Küchenpersonal. Glück für uns. Sie Was? Haben eine Küche, aber kein Küchenpersonal. Ja. Ach, da ist die Glück Tür. Für uns. Da ist denn. Da soll man durchkommen. Keine Ahnung. Hey, hilf mir bitte, dieses Ding zu dieser Wand rüberzuschieben. Ich bin mal gespannt. Alter, es dreht sich. Und es hört nicht auf, sich zu drehen. Da ist ein großer metallener Haken an der Wand. Ja. Da ist ein großer metallener Haken an der Wand. Na und? Na gut, ich denke mal, du wirst relativ hoch sein, ne? Dass du irgendwas brauchst vielleicht. Wahrscheinlich. Geh runter. Haben wir denn hier irgendwas? Ah, da, da. Auch gut platziert, ne? Schön hinter der Tür, dass du das erst nicht siehst. Ja. Raus. Jetzt ist es ja, bist ja bei dem Loch. Ja. Und die Tante ist auch die Ruhe selbst, wie sie hier lang geht. Sehr schön. Yay. Weg hier. Was meinst Endlich. Du damit, dass du nichts damit zu tun hast? Du hast es, April, ob du es willst oder nicht. Ich verstehe, dass du verärgert bist. Aber dies ist nicht mein Kampf. Das weiß ich jetzt. Oh, weil dieser Guardian dir das erzählt hat, nicht wahr? Weiß er etwa alles? Vielleicht nicht. Aber er sagte mir, dass meine Rolle in dieser Sache vorüber ist.
Ich bin frei. Moment mal, du gehst jetzt einfach? Du hast nicht vor, mir zu helfen? Was soll ich dann tun? Dir wird schon etwas einfallen, da bin ich sicher. Ich weiß, dass ich... Fein, ja. Gott hat dir verboten, noch einmal ein Risiko einzugehen. Hast du dir jemals überlegt, dass der Grund dafür, dass du diese Welt bereits einmal retten konntest, darin liegt, dass andere dir halfen? Natürlich haben mir andere geholfen, ja. Und jetzt leiden sie dafür. Es gibt keine Gerechtigkeit im Universum. Egal wie viel du gibst, es gibt keine Garantien, dass du jemals etwas zurückerhalten wirst. Das ist kein Grund aufzugeben. Man nennt es Vertrauen haben, April. Du solltest es vielleicht ausprobieren. Das ist... Sieh mal, Zoe. Ich habe dir alles gesagt, was ich weiß. Ich half dir, so gut ich konnte. Jetzt musst du allein weitermachen. Ich muss mich um andere kümmern. Fein. Wenn ich das allein schaffen muss, dann tue ich es. Ich wünsche dir ein schönes Leben, April. April, was zum Henker ist los mit dir? Crow. Oh, nenn mich nicht Crow. Du lässt dieses arme Mädchen hier hinausspazieren? Sie brauchte deine Hilfe. Nein, Crow, braucht sie nicht. Ich habe mit dem Guardian gesprochen und... Die April Ryan, die ich kenne, wäre nie zufrieden gewesen mit "Ich sprach mit dem Guardian". Sie hätte alles getan, um ihr zu helfen. Hör mal, ich bin nicht mehr die April Ryan, die du einmal kanntest. Ich bin es leid, für jedermann verantwortlich zu sein. Ich bin überhaupt so müde geworden. Schade, denn die Welt da draußen wartet nicht darauf, bis du wieder munter bist. Und wenn du schon nicht gehst, um Zoe zu helfen, dann werde ich es ganz bestimmt tun. Crow, ich... Ach, vergiss es. Es gibt wichtigere Dinge, um die ich mich sorgen muss. Es geht weiter. Hey, Zoe, warte mal! Zoe ignoriert ihn ganz gekonnt. Warte! Hey! Wow, du bist eine schnelle Läuferin. Lange Beine und miese Laune. Eine tödliche Kombination. Aber warum will April dir nicht helfen? Ja. Sie hat eine Menge um die Ohren. Sie ist egoistisch. Ja, das ist sie. Beschäftigt zu sein ist keine Entschuldigung. Ich weiß nicht, was mit ihr los ist, aber ich kann nicht sagen, dass mich das noch berührt. Von jetzt an bin ich dein Kumpel. Mein Kumpel? Sieh mal, ich bin nicht der Heldentyp, aber ich bin auch nicht der Sitze im warmen Zimmer, wenn die Welt zur Hölle geht, Typ. Wenn Dinge getan werden müssen, helfe ich, sie zu tun. Ich hatte noch nie zuvor einen Kumpel. Ist nicht schwer. Ich sorge für Spott und Kommentare, du tust den Rest. Welchen Rest? Das Reden und Rumrennen und Weltretten und so. Falls ein hilfreicher Tipp oder ein, du weißt schon, ein unpassender Witz gebraucht wird, bumm, bin ich da. Cool. Oh, ich weiß, was das bedeutet. Sag nichts, sag nichts. Das heißt, großartig, stimmt's? Also, wo fangen wir an? Was nicht? Nun ja, was schlägst du denn vor, Crow? Ich schlage vor, wir holen Hilfe. Du bist jung und unerfahren und bist, seien wir ehrlich, so verloren wie ein Baby im Wald, ohne das sexistisch gemeint zu haben. Ich andererseits bin weise, was den Lauf der Welt angeht. Allerdings habe ich momentan keine Ahnung, was hier eigentlich los ist. Also brauchen wir Hilfe von jemandem, der sowohl weiser als auch raffinierter ist als wir beide. Bärte sind ein guter Tipp. Bärte? Sie implizieren Alter und Weisheit und außerdem manchmal geringe persönliche Hygiene. Ich glaube, diese Dinge haben eine Verbindung. Hast du denn jemanden im Visier? Da gibt es einen Typ, den April kennt. Er ist zurzeit in der Stadt. Er hat einen Bart und er ist erwachsen. Eine perfekte Kombination. Sein Name ist Brian Westhouse. Brian Westhouse. Mhm. Dann los. Gut. Wo können wir diesen Westhouse finden? Wie es das Glück will... Nein, warte, es ist eher das Schicksal. Wenn ich eins jemals gelernt habe, wenn solche Dinge passieren, ist es fast immer Schicksal.
Wie das Schicksal es will, sah ich Westhouse, als ich hierher flog. Ich glaube, er war auf dem Weg zum Südtor. Wenn wir uns beeilen, finden wir ihn vielleicht noch dort. Wo ist jetzt wieder das Südtor? Gehen wir. Großartig. Lass uns gehen. Südtor nicht ich an weiß, der wo sich das vorbei. Südtor befindet. Glaub genau. es oder nicht? Gut, denn ich bin grauenvoll schlecht, was Richtungen angeht. Wo liegt nochmal Norden? Müsstest du eigentlich nach hinter dir lang? Besuchen Sie Obers Zauberladen für die besten Tränke, magischen Zutaten und Unterordnungsamulette. Nee, muss ich nicht hier lang? Dann wird es ja wieder außen rum gehen. Dann geht halt nicht außen rum. Wozu muss uns sagen, dass da das Dingens ist? Nee, hier gehe ich doch jetzt zurück zum Gefängnis. Da will ich nicht hin. Besuchen Sie Obers Zauberladen für die besten Tränke, magischen Zutaten und Unterordnungsamulette. Keine Ahnung, ich gehe jetzt hier lang. Auch wenn es der längere Weg sein mag, tut mir leid. Du musst... Naja, gut, wie auch immer. Geht man halt da lang, geht wieder hoch. Na, ich bin verwirrt von der ganzen Sache. Es ist nämlich hier. Ja. Aber Süden ist, wäre das nicht das Nord, ist das nicht das Südtor? Kannst du dir mal anquatschen. Die hiesigen Mädchen sind sehr freundlich. Ich schätze, du magst Männer in Rüstung, hm? Und wie? Es ist nur ein Dorsch da. Wir haben fast keinen Dorsch mehr. Schnauze, Junge. Ich will kein Dorsch. Dorsch. Schön, Nombi. Aber ich. Naja, gut. Ist ein bisschen verwirrend, von wo man jetzt hier kam, wo man stand. Naja. Ja, jetzt sind wir einmal rum. Haben wir nochmal alles betrachtet. Schöner Turm. Ein Traum. Das Ghetto. Aber ist auch lustig. Ich laufe hier vor dem Turm rum. Das sind alles Wächter. Dass die mich nicht wieder einfangen. Gut, vielleicht haben sie. Wissen sie das nicht? Kommunikationswege waren damals lang. Ja. So lang aber auch nicht. Ist kein Alarm ausgelöst worden. Im Namen der Göttin und der Sechs. Du wirst deine Waffen niederlegen und unseren Befehlen gehorchen. Was? Durchsucht das Gebäude. Lasst niemanden entkommen. Was im Namen der Sechs geht hier vor sich? Erspare uns deine Schauspielerei, Bürgerin. Wir wissen, dass du Rebellen Unterschlupf bietest. Rebellen? Natürlich nicht. Dies ist ein friedliches und gesetzestreues Haus. Wenn das zutrifft, wirst du eine offizielle Entschuldigung und eine Entschädigung vom Büro der Abgesandten erhalten. Aber ich fürchte, wir können deinen Worten keinen Glauben schenken. Der Keller ist sauber. Sonst ist hier niemand mehr, Apostel. Ich werde mir das obere Stockwerk selbst ansehen. Na dann, viel Spaß. Okay. Interessant, dass hier schon wie ein Kampf ist. Ey, hallo. Immer diese Kämpfe. Ah, hast du ja schon gehört. Ja gut, ist ja relativ easy, muss man dazu sagen, du hast geschwert. Ja, ja, oh. Ja gut, Zoe. Ich meine jetzt mit Zoe. Noch einer. Ernsthaft? Kommen wir mal zu zweit. So wie es ausschaut. Ah! Ich sehe nichts. Ah ja.